Ja, heute ist Ludwig Lorenz in Bielefeld im Krüppel-Tabakhaus und das wollen wir uns doch einmal anschauen, was wir da an schönen Pfeifen zu sehen bekommen. Irgendwann entwickelt sich so ein gewisses Stil, größer wie es dann mehr. Und das ist ja gut so, dass heute jeder Pfeifenmacher so seine Spezialität hat, gell, und so. Und Herr Kalweit kennt den dummen Spruch schon. Ja. Vor wie lange hat es vielleicht 3 Jahre oder so? Ja. Müsst ihr mir jetzt helfen? War ich auch hier und wir hatten das Gleiche. Ja, ja. Mit Herrn Winslow zusammen. Ja, ja. Und ich habe dann auch gesagt, ich sage ehrlich, dass Herr Winslow gute Pfeifen baut. Sag ich so. Er hat nur das Talent, dass er meinen Geschmack trifft. Ja. Und das Gleiche sage ich Ihnen jetzt auch. Also doch, Sie treffen genau meinen Geschmack. Das ist wirklich toll. Das ist, diese große Gefahr, den ganzen Tisch gleich aufkaufen zu wollen. Der war los. Ja. Haben wir nichts dagegen, gerne verbringe ich wieder 10 Tage in Kuba. Oder so. Nein, aber ich kenne meine Einskommensklasse. Ja. Ungarischen? Und wir wissen ja, Sie können in jeder dritten Zeit auch nachlesen, dass die Anzahl der Privatinsolvenzen sehr schnell steigen. Ja, das ist bei uns so, ja. Ein bisschen Wachs noch dran? Oder? So wäre jetzt mehr durch. Ja. Wahnsinn. Aus. Okay, dann wird er. Ja, scheiße.